Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zurück im Miniaturwunderland und in einem Stadion, in dem gerade ein Konzert von Helene Fischer stattfindet. Ich weiß nicht, ob die wirklich die Hallen so oder die Arenen so voll macht, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber im Modell ist es natürlich jetzt hier gigantisch, da so ein paar tausend Figuren dann hier so aufzukleben und diese Szenerie hier so rüber zu bringen. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir werden heute mal über diese Brücke gehen in Richtung Südamerika. Ich als sowieso nicht so sonderlich höhentherrischer Mensch hatte damit sowieso so ein bisschen meine Probleme mit der Brücke. Aber es war weniger als befürchtet. Und das ist natürlich, hier ist der Übergang natürlich auch richtig schön gemacht. Also wie vieles im Miniaturwunderland sieht auch das natürlich richtig top aus. Ja, und dann kommen wir hier modellbahntechnisch in einer Gegend an, wo man auch den, die Landschaftsgestaltung etwas neu denken muss, weil hier auch zum einen mal andere Bodenverhältnisse sind. Es sind völlig andere Pflanzen. Und da kommt man also mit den Fallerbäumchen jetzt wirklich nicht weit. Ja, und dann haben wir das Thema Großstadt, was natürlich immer eine Herausforderung ist. Und wo also hier, naja, doch was Tolles hingestellt wurde, auch mit sehr vielen Figuren. Ob das Wasser in Rio wirklich so blau ist, da weiß ich nicht, ob das jetzt nicht ein bisschen verschönert wurde, denn ich kann mir vorstellen, dass es da mit Abwasser auch so ein bisschen anders abgeht dort. Aber was soll's, ich war ja noch nicht dort. Naja, und dann haben wir natürlich auch hier das Umschalten von Tag auf Nacht, wo hier natürlich in der Großstadt mit den vielen Lichtern das auch noch ein bisschen, naja, ganz anders aussieht, als wir das, wenn wir hier irgendwo einen Wald im Hintergrund hätten, der jetzt, haben wir ja auch im Hintergrund, der dann also völlig unbeleuchtet ist. Ja, weil es noch nicht so einfach ist, Glühwürmer nachzubilden. Ne? Die Glühwürmchen, die ja auch bei uns in der Nacht rumfliegen im Juli, und das gibt es natürlich auch dort wahrscheinlich noch viel mehr als bei uns. Das wäre auch mal noch was. Ja, und hier haben wir das gleiche nochmal von etwas weiter hinten mit einem Wahrzeichen von Rio, na, dieser Jesus-Statue, die dann noch angeleuchtet wird, ja, um den ganzen Effekt noch hervorzuheben. Ne? Da sieht es wirklich himmlisch und bedeutsam aus. Das Bild habe ich eigentlich für meinen Sohn gemacht. Ich hatte dann irgendeinen blöden Witz noch dazu, der mir aber jetzt nicht einfällt, von dem ich auch nicht weiß, ob er so video- und öffentlichkeitstauglich ist. Ja, und ich hatte mich vorhin gefragt, ob die Autos, da könnte ich mich nämlich gar nicht mehr dran erinnern, ob die Autos sich bewegt haben oder nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man in Rio sowieso meistens im Stau steht, also muss ich wahrscheinlich für unbewegte Autos entschieden. Ja, die Favelas müssten das sein, ja, die hier auch immer mal in der Presse auftauchen, und im Hintergrund haben wir hier das, für was Rio natürlich auch bekannt ist. Den Karneval, der hier auch sehr schön animiert wurde. Wie wir das so vom Miniaturwunderland kennt, dass die irgendwie alles in Bewegung setzen können. Ja, was soll man dazu noch viel sagen, ne? Also das ist immer so eine Bastelei, die ich zwar jetzt nicht bei mir jetzt auf eine Anlage bauen würde, weil da sollen Züge fahren, ne? Also darauf würde ich jetzt meine Zeit verschwenden. Aber bei so einer Schauanlage ist es natürlich einfach bombastisch, was sie hier wieder gemacht haben. Ja, es gibt natürlich nicht nur moderne Gebäude, es gibt auch ältere Gebäude. Wie alt jetzt das Original hier ist, keine Ahnung. Also das
ist ja immer so ein bisschen problematisch mit den einzelnen kulturhistorischen Zeitepochen, mit denen ich euch nicht langweilen will. Aber nicht alles, was alt aussieht, ist wirklich so alt, wie es aussieht, weil es gab ja mal eine Epoche des Historismus. Das ist so Ende des 19. Jahrhunderts gewesen, als man einfach Gebäude gebaut hat in einem früheren Stil und die auch miteinander vermischt hat und am Ende man dann die Studenten reinlegen kann, indem man denen das Foto zeigt und die dann völlig auf dem Holzweg sind. Ne? In Leipzig ist das immer beim alten, nee, nicht beim alten, beim neuen Rathaus. Und hier würde ich mich auch nicht festlegen wollen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gebäude. Ja, es fand natürlich auch Eisenbahnverkehr statt, auch wenn es, sagen wir mal, ja, man hat so ein bisschen den Eindruck, die Anlage, es wird dann immer weniger. Ne? Also mit einigen Ausnahmen, es ist dann viel mehr Landschaft und viel weniger Eisenbahn, wie es aber eigentlich auch im Original ist. Ne? Ja, hier haben wir dann, habe ich dann so ein paar kleine Schnappschüsse noch gemacht, so ein bisschen in die Landschaft hinein. Für den Fall, dass ich dann noch einen dritten Teil mache, der sich dann mit den, ja, den Landschaftsbaumethoden und was weiß ich, den Bäumen und so weiter und so fort dann beschäftigt, dann will ich hierauf mal noch ein bisschen genauer eingehen. Hier war es einfach so ein bisschen die, ja, so ein paar Schnappschüsse da in diese Gestaltung dort hinein mit den vielen kleinen Geschichten, die dort immer. Ich weiß auch nicht, was das ist hier. Also ich kenne, wie gesagt, ich kenne mich ja da nicht aus. Hier ist es, ich denke mal, wer das ein bisschen Insider ist und das vielleicht auch kennt, der sich damit beschäftigt, da weiß vielleicht sogar, was das für ein Haus ist. Was auch sehr merkwürdig, mir so merkwürdig erscheint. Entweder ist es noch nicht fertig, also weil hier mit der preußischen Ziegelmauer und ein Stücke verputzt, also ein bisschen lustig. Aber was soll's. Ja, nächstes Thema, Patagonien. Ja, eine ziemlich trockene Gegend, wie es aussieht, ne? Und das ist wunderschön gemacht. Dann haben wir hier den Gletscher, den sehen wir dann gleich nochmal. Ja, und hier das Bild, was wir gerade als letztes hatten. Auch hier so 12 verschiedene, also geologisch sehr interessant, ne? Also ich habe jetzt hier 12 verschiedene Gesteine, unten drunter Kalk, oben irgend, was weiß ich, Granit, irgendwas Festes, wo, sagen wir mal, in der Erosion das oben praktisch das Runde davor beschützt, dann relativ schnell abgetragen zu werden von den Elementen. Hier haben wir den Gletscher, ganz oben ist das abgestürzte Raumschiff, das ist das Dunkle da genau in der Bildmitte. Da kann man dann noch auf irgendwelche Knöpfe drücken, dann fängt das da an zu leuchten, also die Triebwerke. Und ja, das ist mein schöner Gag, der da wieder eingebaut wurde. Aber dafür kennen wir ja das Miniaturwunderland. Das ist der Gletscher. Dann bewegen sich hier unten diese Abbrüche. Es ist mir, ist es noch so ein bisschen zu mechanisch, aber also ich krieg es nicht besser hin. Es ist einfach, sie haben alles reingelegt, was sie da an Fähigkeiten zu bieten haben. Aber man kriegt es nicht besser hin. Also es ist diese schöne Bastelei, aber ist so, mich überzeugt es irgendwie noch nicht. Also ich hätte es weggelassen. Na, also das, gerade dieser Zeitlupeneffekt, das sieht im Vorbild, sieht das noch ganz anders aus. Zumal ja jetzt da so eine Riesenwelle auftaucht, dann haben wir ja so ein bisschen Sprudel und ja, das ist nicht so ganz meins, muss ich jetzt sagen. Also hier, aber ich hätt's nicht besser hingekriegt und ich wüsste auch niemanden, der es besser hinkriegt als die Leute in Hamburg. Also da, ja, das ist schon, es ist schon Oberklasse, aber wie gesagt, mich holt das irgendwie noch nicht so richtig ab hier. Aber die Bahn ist ja nicht für mich, die Bahn ist ja für alle und den meisten gefällt es, denke ich mal. Ja, dann kommen wir zu etwas, was mich sehr wohl abholt. Und das ist diese Wellengeschichte hier. Die ist also, weiß ich nicht, also das.
Also da steckt wirklich so viel Kreativität und Geschick dahinter, das hier so hinzukriegen. Also da haben sie meine absolute Hochachtung. Ich habe mich dann natürlich extra über das Schiff so gestellt. Das ist ja nur so ein Bug, der da rausguckt, ne? Ja, oben sind drei Beamer, die das Ganze noch optisch ein bisschen beleuchten, ein bisschen Werbung für Epson. Ja, dann haben wir hier noch mal die gesamte Szenerie, also hier die Antarktis, dann haben wir hier diese Trägpassage, wo dann hier diese Fischerboote dann in den Wellen hin und her geschüttelt werden. Und dann haben wir hier Patagonien. Ja, das sieht auch immer ziemlich groß aus im Video, ist es aber halt, das ist, wenn man davor steht, ist es überschaubar, ne? Aber es ist, ja, es muss aber eben auch nicht so groß sein, weil es sind so viele kleine winzige Szenen und Details, die mal, was weiß ich, bei einem so einen Rundgang einfach übersieht. Das wäre, wenn das jetzt auch noch diese Szene hier riesengroß wäre. Aber immerhin ist das größer als 99% aller Heimanlagen, ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also was man jetzt hier sieht. Ja, und auf die Idee zu kommen, Antarktis nachzubilden, ja, muss mal kommen. Ja, dann haben wir die zukünftigen Projekte, die Atacama-Wüste, hier mal so ein bisschen rein fotografiert, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich Atacama-Wüste war. Dann kommt irgendwann mal die Karibik und dann gibt es hier auch erste Ideen zum Regenwald. Ja, und dann sind wir jetzt schon am Ende von unserem Video. Ich würde dann mal schauen, dass wir dann noch einen dritten Teil machen, wo ich mich dann mal, sozusagen die restlichen Bilder, die ich noch habe, dann verarbeite, die jetzt nirgendwo so ein bisschen reinpassen oder die ich einfach im ersten Teil vergessen habe. Und dass wir uns mal mit dem Thema Landschaftsbau noch ein bisschen intensiver beschäftigen. Ihr wisst ja, das ist ja so mein, ja, das, was mich so umtreibt und was mich so beschäftigt. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und macht was draus.